Spiel, das nur drei Runden lang geht. Also ich hab's original. Ja, du! Bitte! Kaufst du auch die Alkoholiker? Ich hab doch alle Spiele. Kauf mir auch alles, ne? Ja, sowieso, meldest dich überall an, ey. Meldest dich an und kaufst dann erstmal gleich alles, was es da gibt. Also liebe Leute, wenn ihr für irgendeinen Artikel von Beate Uses sucht, ne? Dämon, Delfino, ne? Hat er was für euch? Seit der Gründung hat er alles. Wer baut solche Panzer immer? Mein Ernst, dass in der Zukunft achtet da nie jemand mal auf Funktionalität und Effizienz? Oder, das ist ein Klobig, das Ding. Ja, ne? Oder warum haben zum Beispiel Raumschiffe im Jahrhunderten keine zielsuchenden Raketen mehr, die auf Meter genau gehen? Ich meine, wir können heutzutage Bomben aus 12.000 Metern Höhe irgendwo in den Gurkenfass schmeißen. Aber dann irgendein Spiel oder Film, der 200, 300 Jahre in der Zukunft spielt, die Technologie viel weiter ist, kann das nicht mehr, nein. Vor allem nur Maschinengewehre und Bomben, ne? Ja, total unlogisch. Es ist so, als wenn die Entwicklung irgendwie stehen geblieben wäre. Wenn nur das Aussehen geändert hätte und ein paar Technologien dann auch einfach mal verschwunden sind. Liegt wahrscheinlich an der Kirche oder so. Du hast immer dafür bekannt, Fortschritt aufzuhalten. Verstehe ich immer nicht. Wenn der andere auch so einfach wäre, dann wäre es kein Problem. Dem reißt man jetzt seinen fetten Arsch auf. Hat er überhaupt einen Arsch? Vielleicht sollten wir einen Safe-State machen. Könnten wir. Aber das hat ja so gut funktioniert. Ja, ne? Deswegen sag ich's ja. Aber das machen wir trotzdem mal. Das versuchen wir mal. Dürfen wir nochmal alles von vorne anfangen? Toll. Muss ich das fast schon Let's Play von gestern nennen, ne? Ja. Na, das wird ein Battle. Mir ja gut, die erste Runde war Battle, ne? Ja, ne? Ach ja, du bist alles in der Battle. Du, gestern lohnt sich nur bei längeren Spielen. Wir haben irgendwann mal keine Ahnung, was zusammen spielen. Wenn irgendwann mal was zusammen funktionieren wird. Ja, jetzt können wir die Schlampe rausholen. Was? Ich bin World of Warcraft zocken, verpisst euch! Alter, ey, guck mal, ja, ich hab meine Haare seit 3 Jahren immer gewaschen, ne? Und die Klamotten hab ich auch so weit nicht mehr gewechselt, so wie die an mir kleben. Also verpisst euch! Ey, das soll ich verpissen! Ich denke, kommt bloß nicht wieder, ihr Spasten! Scheiß WoW-Spieler hier, immer so aggressiv sein müssen. Endlich mal. Da kommt schon der Gegner und wieder labert. Boch! Ja, red du mal, ich schieß schon weiter hin. So ungefähr. So. Warum muss man auch nicht zuhören? Ach, soll ich mal ihr Haar waschen, ey. Das mal an, was das für Fettbündel war. Das sah ja aus wie ein einziges. Ey. Ach stimmt, es gibt auch Spezialwaffen. Das tut weh, das tut echt weh. Ist mir jetzt eingefallen. Die kann man im Startmenü auswählen. Gott! Das sagt er mir jetzt. Ich glaub, mit A festhalten kann man die dann auch aktivieren. Das machen wir gleich. Erstmal speichern. Als Bomben! Slot 1 nehmen wir dazu und dann. Safe State. Auslöschen eines ganzen Nationen war schon immer die Lösung aller Probleme. So, denn. Was nehme ich denn jetzt? Ach, ich kann auch was auslernen. So. Laser war eigentlich immer das Beste. Schön, dass bei mir nicht angezeigt wird, was es ist. Ich nehme das. Ich nehme. Das? Wie war das jetzt?
Wie setzt man das ein? Ups, das war B. Jetzt müssen wir es einsetzen. Was war denn das? Da hast du schon was eingesetzt, ey. Mit B. Ne, scheiße. Jetzt haben wir noch mehr oder war das dann alles? Ja, ist schon alles irgendwie. Ja, wir haben fast die Hälfte abgezogen, was sonst? Ah. Ah, festhalten. Ganz lange. Ganz lange. Hey. Jetzt wird's lustig. Ja, nicht wirklich. Jetzt haben wir unsere Spezialwaffen ausgepackt. Yeah, Baby. Willst du auch mal meine Spezialwaffe sehen? Hahaha, keine Chance. Yeah, die reicht dir in Fetzen, so Ding. Es ist gut, dass du Weifer an Eicholisten namens bla 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 schießt, besoffen oder so. Good job, Kneif Edgar. Transfer Linux, du Zen. Roll. Und bringt den Schnaps mit. Level 3. 8 Hit. Level 4. Hit 9%. Wie viel hast du? 8. Ich bin besser als du. Grimselake. So ist gut, oder nee? Ah. Doch. Wascha. Überall mal rumfliegen. I'm getting some strange Geo transmit Geo Data ASAP. A Pioneer Kolonie was etabliert zu Vivas. Do you have Autorisation to Geo Data downloaded and remote System Rock'n'Roll? Gott, was für ein hässliches Gesicht. Das kann nur eine Mutter lieben. Halt die Taste. Kann man die Superwaffen unbegrenzt oft benutzen? Ja, die müssen sich nur aufladen, ne? Cool. Ich weiß zwar nicht, welche ich gerade hab, aber cool. Ach ja, ich glaube, die Nuke hab ich. Ich falle ja einfach nur noch unten. Ich schicke euch jetzt alle zur Hölle mit meinen Atomraketen! Ja, da nimmt er natürlich keinen Schaden, ne? Schon klar. Irgendwie muss er ja da durchkommen. Ah, ich seh nix. Hier sind's lauter schlecht. Alles drauf, was da ist. Reichlich eng hier, ne? Eng ist ja dehnbar der Begriff. Überhaupt was in meinen Raketen oder schieße ich einfach nur sinnlos ins All? Ach, ein bisschen, ne? Was soll, sie haben keine Grenzen? Und es sieht schön aus. Boah. Hab ich die eben alle weggebombt? Oh Gott, bin ich gut. Nur nicht aufhören zu schießen. Hey, das ist Kneif Edgar! Debris of Zulu Classcraft Sigens. Roger, Kneif Edgar. Detecting extreme temps. 8 Klicks ahead position. Scanners. Ich verstehe die Klicks nicht. N460 hat noch keine Maus, mit mir klicken konnte. Schwachsinn da. Sekunde, ich speichere mal wieder. Nein, ich hab. Was hab ich denn überhaupt? Gut. Ich hab dieses komische Blatt. Schon mal den Laser haben? Willst du mal den Laser haben? Ne, ich will mal die Nuke haben. Okay. Nimm mal die Flanke. Ja. Nimm irgendwas und lass uns weiter bomben. Bin ich denn? Ach, da bin ich. Upsala, da ist mir was runtergefallen. Verdammt, ist schon wieder vorbeigefallen. Boah, ist das Ding schnell. Ah. 100 Frames. Voll vorbei. Gib mir Bums! Ach Gott, das kleine Ding da oben müssen wir treffen, oder was? Nein, das Ganze da oben. Ich hab schon gedacht, ey. Na schön, wie ich vorbeischieße. Da kann man echt nicht meckern.
mal stehen! Ich brauche eine andere Superwaffe, glaube ich. Die hier ist viel zu langsam. Du kannst nicht, uns nicht besiegen. Trotz unserer leichten Panzerung, die wir eingestellt haben. Ach, stirb schon. Boah, ja, voll vorbei vorher. Stirb. Ist doch mal kaputt und so. Ich glaube, der ist tot. Wechsel auf die Homies. Check mal die Freunde. Die sind mir so gut bekannt. Boah! Warte mal kurz. Wo ist ein Gegner? Ich brauche einen Gegner. Total ungenau. Total schwach, muss man ja sagen. Scheiße. Nehme ich die Flak. Die hatte ich noch nicht. Wo bin ich denn? Na, warte mal. Gott, Shooting! Yeah! Shooting! Abgeschlossen. Wir können Passbilder nächsten Monat holen. Colony looks like it was transformed into some kind of fortress. No signal of human life. Was die Struktur ist, warming with Boogie. Boogie Boogie, yeah! Gonna need battle. You have authorization, Cliff Edgar. Extrem polished, was weiß ich, extreme Politur oder so. Nimm Plasma-Torpedo, den fand ich cool. So, ist das alles? Was heißt dieses Gefühl? Ah, die zielen noch ein bisschen. So, der Laser ist gut, ne? Den hab ich nicht. Ich hab die Flak. Laser hab ich glaube noch gar nicht probiert. Doch, den hast du doch jetzt. Nein, das ist die Flak. Doch, ist die Laser. Nein, das war der Laser. Ich brauch mal die Flak ausprobieren, hab ich schon probiert. Sie werden schon sterben. Scheiße. Oh lol. Ey, ich brauch was anderes. Ich brauch. Nee. Halt! Mensch, ich will den Plasma-Torpedo wieder haben. Fand ich cool. Das war die beste Waffe überhaupt. Komm schon. Gib mir. Krieg jetzt nochmal mein Torpedo. Nochmal Altru. Wieso krieg ich jetzt kein Torpedo mehr? Ich kann kein Torpedo mehr abschießen. Nein, jetzt sowieso nicht mehr. Was war das denn für ein Bug? Hey, wir sind auf Platz 1. Toll. Wir sind so episch. Ich versuch mal zu laden. Dann lad mal. Und? Hat sich was verändert? Nein. Oh. Warum nicht? Weil du schlecht bist. Toll. Ja, ja, bla bla bla, kann sich abbrechen. Okay, nochmal von vorne. Man kann es nicht. Was ist jetzt passiert? Bei mir hat sich das geladen, bei dir nicht. Pass auf. Ja, ein klein bisschen, nicht manipuliert, nein, wir spielen immer noch genau denselben Modus. Ich auch. Wie kann man hier Superwaffen auswählen? Gar nicht. Doch, eigentlich schon. Jeder für sich guckt da. Da jeder in so eine Anzeige. Ach so. Vielleicht geht das noch nicht. Ist, ne? Oh. Was machst du denn? Warte mal ein bisschen. Warte mal ein paar Minuten und vielleicht geht's dann. Weißt du, was cool ist? Meine was? Steuerung hat sich zurückgesetzt.
Ja, egal, spielen wir jetzt so. Ach, hier kannst du es so einsammeln, siehst du? Ah, okay. Ja, nee, ich hab viel Auswahl. Du hast das Beste. Ja, ich fand den besser, aber du hast. Oh, wieder umdreht. Oh! Tausch mal. Geht ja nicht. Oh. Heißt, die geht nicht. Ich habe hier lauter so Insekten auf meiner Scheibe. Ja, die Waffe braucht was zum Anvisieren, glaube ich, sonst funktioniert die nicht. Was? Wer braucht was zum Anvisieren? Der Laser? Hier, diese Waffe braucht was zum Anvisieren. Überhaupt nicht. Doch. Nein. Das ist einfach A gedrückt, wenn du das Ding hast, lässt du los. Ging nicht. Hä? Ging voll. Nein, die geht Zeit. Auch nicht. Merkwürdig. Ich sehe mal wieder überhaupt nichts. Ah, jetzt ist die Steuerung wieder anders. Herrlich. Wie, die kann man auch nicht zusammenspielen. Dass das nicht funktioniert, ist vorher gerade schon klar. Was ist denn da draußen schon los? Irgendwie Katzen. Ja, das Problem ist, dass es nicht lädt. Warum lädt es nicht? Ja, was ist denn heute? Oh, guck mal, was für eine gigantische Kanone ich hab. Oh. Ah, was für eine scheiß Steuerung ich jetzt wieder hab. Das ist ja grausam. Hey, Baby, ich muss mal einen Draw sehen. Ich hab Laser. Warum sagt ihr mir das? Das weiß ich doch schon so. Waffe. Ich will Photonentorpedo da wieder haben oder so immer das war. Da ist er wieder abgeschossen. Gott. Ausweichen! Wow, ist das sogar funktioniert oder was? Können wir die abschießen? Ja. Aha, will eh nix. Kann man. Dreh dich. Bist du kotzen? Der ist aber auch hartnäckig. Vorhin ging schneller, glaube ich. Tomatensoße, die kocht. Was zur Hölle? Ich hab Flak! Will ich doch gar nicht. Mit was schießt du da? Raketen. Achso. Zieh so Raketen. Die haben bei mir vor allem irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ah, leck mich doch. Muss mal kurz kratzen. Warte mal kurz. Toll. Ich hätte gern was anderes. Soll ich mein Safe State setzen in meinen Laden? Was? Soll ich mein Safe State setzen in meinen Laden? Nein. Das funktioniert nicht. Alter, der hat die fette Rakete. Ich hab diesen Kacklaser. Aber du hast es doch bei Smash Bros. Auch gemacht, oder nicht? Boah, also im Singleplayer hab ich's gemacht. Ja gut, offline, oder was? Ja.
Na komm schon. Wo bist du denn schon wieder mein Zielkreuz? Gott, wer baut denn solche Festungen da? Diese riesige überzogenen Dinger, die da nichts taugen. Bisschen weiter als vorhin, oder? Nein. Jetzt sind wir so weit. So weit schon auch. Boah, wie viel hat denn der? Ganz, ganz viel. Müssen Sie das gelbe Ding kaputt machen oder auch die blauen? Der völlig falsche Ort mal wieder. Ausweichen. Was? Das gelbe. Hätten wir ein bisschen mit ausweichen. Ach, scheiße. Wieso? Mir geht's doch noch gut. Eigentlich muss nur einer von uns überleben. Vor ihm wieder einsteigen ins Spiel. Ja, genau. Oh, geht aber schön runter. Ich bin ja da. Naja, gut, gut. Oh, ich bin auch tot. Es dauert noch einen Moment, weil beide schon sind aber verloren. Warte mal kurz, und wir verlieren unsere Waffen wieder. Ja, jetzt hast du keine Waffen mehr. Ja, habe ich festgestellt. Ist ja gestorben. Ja, die Steuerung ist grausam. Komm schon! Wir werden alle sterben! Nach ihm. So, jetzt kommt plötzlich noch ein Gegner und macht uns voll fertig. Hey, da ist schon wieder ein Loch. Und das war das ganze Spiel. Das müsste es gewesen sein, ja. Wie spannend! Das hat bestimmt lange Zeit motiviert zum Spielen. Auch schwer ist, aber ich hier zu tun gehabt. Player 1 interessiert niemand, na, Player 2, pa. Score Points. Ha, ich hab mehr Punkte als du. You fail. So, nachdem wir dieses spannende Spiel gemeinsam gegeneinander durchgebattelt haben. Zusammen. Mehr oder weniger. Ja. Mit leichten Punkten. Das nächste, ja. Keine Ahnung. Was? Könnt ihr mal das Intro anschauen? Ja, yeah, Intro. Zum Schluss. Es läuft mit 30 Frames. Ja. Ich schaue mir Intros immer noch am Schluss an. Und die Credits am Anfang. Da weiß ich schon mal, wie es ausgeht. Du musst dir keine Sorgen machen, dass sich möglicherweise alles genau. Böse endet, dass es Happy End gibt und so, weiß ich schon. Ernsthaft. Okay. Da ist aber nur eine Kanone. Auf der 21. Centurio Earth has establishment research in terraforming colonies on Mars. Geklaut hast du! Exhaust efforts on international coalition transformed Mars from a harsh desolate environment in a lush is closest system coming of the life. The setting of water is not even generated. The value of polar ice cap. So long the temperature is. Scheiße, ist das schnell. Das Perfume of Gross, das Sündlich kurz schon. Erdbeer minus, das kann man nicht lesen. Das ist der Commander, ob sie gleich jetzt explodiert, als er kämpft. Wir müssen es so sicher, das soll jetzt enden, wir müssen auf Festival. Sie gleich jetzt explodiert. Die Choice of Control is a world weapon system, we've included Vulcan cannons, homing missiles, proton torpedoes, and other devices of mass destruction. The Martian colonists are depending on you, good story, good shooting. Leck mich!
Darf man das doch nicht lesen, so? Nicht mit dieser Geschwindigkeit. So, das war's jetzt aber. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss und so, ne? Jo, haut rein. Joho.